schon wieder Polizeieinsatz bei Heather Locklear, Jennifer Lawrence im Lügendetektor-Test, Dwayne The Rock Johnson in Sorge um Tochter Jasmine, 2, Katie Price geht unter die Geisterjäger, Kim Kardashian sorgt für Shitstorm, Brad Pitt flirtet wieder, Usher, Trennung nach 10 Jahren, Amazon-Gründer Jeff Bezos ist reichster Mann der Welt, Natalie Volk, Urteil gegen ihre Mutter ist gefallen, Mel B. unfassbare Vorwürfe gegen Ex-Mann Steffen, Belafonte, Katis Dämonen, in ihrem Landhaus soll es spuken, Busenwunder, Katie Price ist immer für eine Überraschung gut. Diesmal tauscht neue Single Katie nicht die Größe ihrer Brustimplantate von B auf DD oder wieder zurück, sondern widmet sich weniger handfesten Belangen. Die fünffache Mutter ist felsenfest davon überzeugt, dass es in ihrem luxuriösen Landhaus im englischen Sussex spukt. Und damit wir ihr das auch glauben, hat sie mit ihrem Handy Beweisfotos angefertigt. Glauben Sie nicht? Machen Sie sich im Video selbst ein Bild. Who you gonna call? Ghostbusters. Es muss schlimm sein, wenn man im eigenen Haus in den Spiegel schaut und darin nicht sich selbst entdeckt. Das klingt wie ein Szenario aus einem Horrorfilm. Katie Price hat also Handyfotos von den zahlreichen Spiegeln in ihrer Villa angefertigt und ist felsenfest davon überzeugt, dass wir hier einen Dämon und einen kleinen Jungen erkennen können. Und die will sie schnellstmöglich wieder loswerden. Und da das TV-Sternchen keine halben Sachen macht und schon gar nichts ohne Zuschauer, hat die 39-Jährige schon einen professionellen Geisterjäger engagiert. Wir sind sicher, sie wird uns auf dem Laufenden halten, ob er seine Sache gut gemacht hat.